Hallo meine Lieben, hier ist Karin Bachmann, live von daheim im Wohnzimmer. Das ist mein Erstlingswerk und darum bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Ich habe Steven Spielberg gegenüber gerade drei Handicaps. Erstens, ich bin nicht der Steven Spielberg. Zweitens, er hat ein die bessere Ausrüstung als eine 40-fränkige Kamera. Und drittens, er hat die viel besseren Schauspieler. Trotzdem probiere ich heute das Beste zu geben, für euch ein bisschen zu unterhalten und euch die schulfreie Zeit ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ich darf euch heute aus «Monster im Dunkeln» vorlesen. Das ist 2018 im Davos Verlag erschienen. Und ich werde euch jetzt die ersten drei Seiten vorlesen. Wir begegnen unserem Helden Arjen Brücker. Der Arjen ist Halbholländer und darum gibt es auch noch grad gratis dazu einen kleinen Crashkurs in Holländisch. Samstag, 7.30 Uhr. Die ersten Sekunden nach dem Aufwachen sind am schönsten. Arjen stellt sich vor, wie die Sonne Muster an die Wand wirft. Er macht die Augen auf, kein Muster, nichts. Arjen bringt den Wecker mit einem Schlag zum Schweigen. Er setzt sich auf und fährt mit den Fingern durch seine kurzen Haare. Ab unter die Dusche. Letzte Woche roch er danach nach Rosen. Der Duft verfolgte ihn den ganzen Tag. Seither riecht er an der Flasche, bevor er sich das Shampoo auf den Kopf klatscht. Zurück im Zimmer stellt sich Arjen vor den Schrank. Anziehen. Zweites Tablar von oben, rechts, schwarzes T-Shirt mit Aufdruck. Unterstes Tablar links, blaue Jeans. Er kann Henry nicht finden. Gut, daneben ohne ihn an der Wand entlang in den Wohnbereich. Es duftet nach Kaffee. Mit einem Plonk wirft der Toaster seine Ladung aus. Vom Esstisch hört Arjen seinen Vater. Na, auch schon wach? Wieso schon? Fragt Arjen. 8 Uhr an einem Samstag finde ich brutal früh. Hallo, Schat, schwebt die Stimme seiner Mutter an ihm vorbei. Guten Morgen, Mu, schenk mir auch gleich Kaffee ein. Du wirst immer besser. Da ist ein Lächeln in ihrer Stimme. Er murrt. Geht so. Henry ist verschwunden. Hängt an der Garderobe. Das Papier von Vaters Zeitung raschelt. Gewöhn dir endlich an, deinen Blindenstock immer am selben Ort zu deponieren. Arjen setzt sich hin und tastet nach der Tasse. Ich mach das nicht mit Absicht, grummelt er vor sich hin. Sieht aber so aus. Von Anfang an hat dir der Therapeut gesagt, Routine erleichtert das Leben. Ist das so schwierig? Der Vater hat natürlich recht. Aber vor dem Morgenkaffee ist Arjen eben schlecht drauf. Die Mutter stellt den Teller vor Arjen. Toast auf dem Teller, Orangensaft rechts neben der Tasse, Butter auf 12 Uhr, Honig links daneben, sagt sie schon ganz automatisch. Du hast ja recht, Paps, murmelt Arjen. Ich hatte gestern Abend den Kopf nicht bei der Sache. Das Spiel heute gegen Glarus wird echt hart. Der Vater gibt ein «Hm» von sich. Das Zeitungspapier raschelt wieder. Dieses Torball werde ich nie begreifen, sagt er nach einer Weile. Weil du das nicht willst, denkt Arjen. Weil du nicht damit klarkommst, dass ich jetzt blind bin. Komm mit, sieh's dir an, schlägt er vor. Heute passt es nicht, antwortet der Vater. Termine, vielleicht nach den Ferien. Klar, sagt Arjen enttäuscht. Ihr habt ja den Spielplan. Während der Toast mit Butter und Honig beschmiert, sind Arjens Gedanken beim bevorstehenden Torballmatch. Ausgerechnet in seinem ersten Turnier muss Arjen gegen die sackstarken Glarner antreten. Bisher hat er nur in Trainings gespielt. Das Glarner-Team besteht als einziges nur aus Sehenden. Wer wäre da nicht aufgeregt? So, das ist so schon gesehen aus «Monster im Dunkeln». Ich hoffe, es hat noch Spass gemacht und es hat noch ein bisschen Lust gemacht, die ganze Geschichte zu lesen. Macht's noch gut. Tschüss zusammen.